Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Okay, wir haben auf den Pirateninseln ein paar sehr interessante Missionen bekommen, die ich jetzt in diesem Part sehr gerne abhaken würde. Oh, dabei möchte ich allerdings jetzt auch noch bei der Gelegenheit diesen Kopfgeldjäger hier erledigen. Servus. Xanthippos der Dreidäumige. Oh ja, oh ja. Perfekt. Was? Mach das aus! Boah. Ah. Hat doch noch geklappt. Und erledigt. Nice. So. Die Charakterbeschreibung von dem Typen kenne ich definitiv noch nicht. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung wurde Xanthippos, der Dreidäumige, nicht mit seinem dritten Au Daumen geboren. Vielmehr verlor er bei einer Rauferei in einer Taverne die Spitze seines Zeigefingers, was ihm seinen dritten Daumen einbrachte. Er behauptete, so könne er ein Schwert besser führen. Ja, genau. Und wen haben wir noch? Doriskus aus Übersee. Okay. Klingt wie ein Kopfgeldjäger, dem ich auf dem offenen Meer begegnen könnte. Bei irgendeiner Schiffsschlacht. Wäre ja eine Möglichkeit. Okay. Attentatsschaden, Höchstleistungsfähigkeitenschaden. Mehr Schaden bei Tieren, Jägerschaden. Boah, ich weiß ja nicht. Ich bleib erstmal bei dem, was ich habe. Okay. Doriskos aus Übersee. Jo, den haben wir uns ja schon angeguckt. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Missionen. Einmal müssen wir die Zutaten für einen Liebestrank finden. Mit fraglicher Wirkung für eine Frau, die an einem Bachelor der griechischen Antike teilnimmt. Wow. Ja. Und dann müssen wir noch für die Freunde von einem kleinen Mädchen Das muss das Wrack sein, von dem sie gesprochen hat. müssen wir ein paar Edelsteine finden, damit sie daraus Geschenke fertigen kann. So, den hole ich mir auf jeden Fall und gegen den Rest trete ich dann so an. Zack. Keinerlei Schuld. Sehr gut. Ort abgeschlossen, Piratenbock. Und das mit einem Kill. Na, komm her. Einer, ja, da ist er. Du Drecksau. Komm her! Zack! Huiuiui. Assassin's Creed macht wie immer keine Gefangenen mit seinen Exekutionsanimationen. Okay, Athena, Beinschienen. Mehr Wein ist nicht übrig. Sonst wurde schon alles geplündert. Okay. Man findet sie in der Wiege der Mythen in Seriphos. Finde und beschaffe die Zutaten des Liebestranks. Okay. Die andere Zutat scheint dort weiter hinten zu sein. Ist zufällig auch der Ort für die andere Quest in der Nähe. Also der Ort, den ich für die andere aufsuchen muss. Ja, liegt auf dem Weg. Tatsächlich. Dann nutze ich die Gelegenheit. Denn schon, dann können wir beides einigermaßen parallel abschließen. Da sehe ich schon mal eine hübsche Kiste, die nur darauf wartet, geplündert zu werden. Verlassene Minen. Ach, da hinten ist sie. Naja. Dann erstmal in Die die Minen verlassenen rein. Minen mit den glänzenden Steinen. Jo. Schauen wir mal nach. Wie weit werden wir hineingehen müssen, um die Steine zu finden? Wow, 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 wow. Oh, shit. Oh.
Puh. Wupsa. Okay. Wenn hier überall Schlangen sind, dann muss ich mich echt in Acht nehmen. Die können mich innerhalb von Sekunden zerpflücken. Ist zum Glück auf Gegenseitigkeit. Also beruht auf Gegenseitigkeit. Ort abgeschlossen, verlassene Minen. Jetzt schon? Glänzender Stein, sehr gut. War es das schon hier? Wow. Du Sau. Oh. Ich habe das Gefühl, ich muss hier, glaube ich, mehr als nur einen glänzenden Stein finden. Deswegen sehe ich mich lieber noch ein bisschen hier um. Hallo. Upsala. Nein. Immer wieder komme ich aus Versehen in den Fotomodus. Hier wird es doch bestimmt noch was geben, oder? Oh, oh, oh. Das war nicht schwer zu finden. Nö. Waren das schon alle? Müsste ich auf der Map nachschauen. Sieht nicht so aus, sieht so aus, als ob das schon alles wäre und nichts mehr übrig ist. Das ist gut. Dann schaue ich mal, ob die Höhle noch einen anderen Ausgang hat. Was ich sehr schwer hoffe. Und es sieht auch ganz danach aus. Jawoll. Ups. Bye. Ups. Tschüss. Tja, die Athener-Soldaten sind eindeutig auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wenn man ihnen so einfach entkommen kann. Polydektes-Lagune. Okay. Ist das ein Unterwasserort? Es sieht danach aus. Neuer Ort entdeckt, Waldhütte. Das ist die Lagune, von der das Mädchen sprach. Hallo, hi. Sammle die Materialien für das kleine Mädchen. Na, wo bist du? Komm her. Ja, dit. Wo ist er da? Alter, Hilfe! Ja? Komm her. Komm her. Oh, Mist, wie... Oh, es zerknabbert meinen Arm. Aua. Komm her. Ich mach Sushi aus dir. Ich weiß, falsche Epoche und falsches Land, aber trotzdem. Ist mir Latte. Oh je. Luft holen. Mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Yes. Nein. Schon wieder Arm kauen. Komm her. Das darf nicht wahr sein. So. Komm an. So. Yes. Erwischt. Mistvieh. Oh, wow, wow, das war jetzt aber knapp. Der hat mich beinahe getötet. Meine Fresse. Und hat auch noch die ganze Zeit das Maul aufgesperrt, als ob es eine Sperre hätte. Ich war schon dabei zu sagen, Maul zu, sonst kommt Plankton rein. Oh, durchsuchen, durchsuchen. Oi, sehr gut. Wertvolles Zeug. Perle, sehr gut. Ich habe Perlen und glänzende Steine. Jetzt zurück zu dem kleinen Mädchen. Sehr gut, die Lagune geschlossen, passt. Oh, was konnte ich da noch durchsuchen? Da war doch was. Ich hab's ganz genau gesehen, Spiel. Du hast mir da was angezeigt.
Na gut. Ja, da. Ich hab's, glaube ich, gesehen. Da. Na also. Okay, jetzt aber endgültig nach oben. Schnell, schnell, schnell. Kehre zum kleinen Mädchen zurück. Ja, ja, ich weiß. Aber vorher sollten wir, glaube ich, noch die andere Mission abschließen, beziehungsweise abschlussbereit machen. Indem wir die letzte Zutat für den Liebestrank einsammeln. Dann können wir tatsächlich beide Missionen direkt nacheinander abgeben. Schön. Denn ich bin auf das Ende von beiden Missionen sehr gespannt. Okay. Da weiter unten. Oh, nee, 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 nee. Solche Sprünge werde ich mit meinem Pferd garantiert nicht machen. Das Zolllagerhaus. Dann suche ich mal nach diesen Pilzen. Ich weiß, deshalb frag ich doch. Was, wenn sie, ich weiß nicht, Pläne für die Pilze hat, die gerade reinkam. Pilze. Ich hörte, man könne Waffen daraus machen. Ich hab's vergessen. Ach, sei still. Sorry. So, die Störenfriede sind weg. Waren hoffentlich alle, sieht so aus. Okay. Jawohl. Wein und wilde Pilze, das war alles. Nein! Ich sollte nun zu dem Mädchen und der Hexe am Tempel. Wer ist denn jetzt noch im letzten Moment reingekommen? Das darf doch nicht wahr sein. Die wollen mich doch nur wieder ärgern. Das könnt ihr schön vergessen. Ich bin weg hier. Hallo, Truhe. Ich glaube, die nehme ich dann auch noch mit. Naja, zum Glück bin ich den Kerl genauso schnell wieder losgeworden, wie er aufgetaucht ist. Hier sind wir. Meins. Hm? Ach, dort. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ob der Trank tatsächlich das hält, was sie verspricht. Ich wage es zu bezweifeln. Ist alles, was du haben wolltest. Ich danke dir vielmals. Nun brauche ich noch ein persönliches Artefakt. Die letzte Zutat. Ein Haar. Na klar, ich bin nicht dein Maulesel. Gut, jetzt ziehe ich es auch durch. Was brauchst du noch, Hexe? Nein, nein. Sie kann mir geben, was ich brauche. Ein Haar. Was es auch ist, ich gebe dir, was du brauchst. Wir brauchen nur eine kleine Strähne deiner schönen Locken. Wusste ich's Dein doch. Dein Teil ist erledigt, Söldner. Komm zur Auswahlzeremonie bei Aetios Haus, um die Früchte deiner Arbeit zu sehen. Es ist das mit dem schönen Meerblick. Du musst kommen. Sobald Aetios mich ausgewählt hat, werde ich dich für deine Dienste bezahlen. Ich hoffe, er hat die Taschen voll Geld. Seine Liebe war nicht billig. Komm, wir haben noch viel zu tun. Wir sehen uns bei der Zeremonie, Söldner. Verdammt. Ah, sie beginnt morgen Nacht. Okay. Warte auf die Zeremonie. So, ich warte, bis es dunkel wird. Und zack. Okay. Triff die verliebte Frau und sprich mit ihr. Alles klar. Tja, wer wird jetzt die Rose kriegen, ha? Ich habe heute leider kein Foto für dich. Oder keine Rose für dich. Foto, das war, glaube ich, Germany's Next Topmodel, oder? Ah. Ich habe diese ganzen Sendungen und ihre Prinzipien schon längst vergessen. Ich gucke die schon seit Jahren nicht mehr. Zum Glück. Muss ich auch kein Mensch mehr antun. Söldner! Töte diese Schlange! Sie hat das gemacht! Sie hat mich kahl gemacht! Tut mir leid. Gib mir einen Moment. Ich muss mich um ein paar Bauern kümmern. Du sagtest eine Strähne ihrer Locken. Erklär mir das. Erklären? Es ist doch klar.
Ein hübsches, leichtgläubiges, dummes Mädchen wird Opfer einer Konkurrentin. Das war so klar. Getäuscht! Aetios hat sie gewählt! Er hat mich nicht mal richtig angesehen. Boah. Warum hast du das gemacht? Aetios kann nur der meine sein. Ich bin es, den er am meisten liebt. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Und ich habe immer schon auf ihn aufgepasst. Glaubst du, ich ließe mir meine große Liebe von einem blauäugigen Küken rauben, das nur sein Geld will? Aetios weiß nicht, was gut für ihn ist. Er hatte schon länger ein Auge auf Dida geworfen. Ihm gefiel einfach ihr Anblick. Den hab ich geändert. Bitch. Einfach nur Bitch. Was wurde aus dem Liebestrank? Na, sie hat ihn getrunken. Und sieh nur, er hat prächtig funktioniert. Sie fügte eine Strähne meiner Locken hinzu und ließ es mich trinken. Zuerst hat es sich gar nicht komisch angefühlt. Aber später als... Und mein Haar, es ist einfach ausgefallen. Was ist das für ein Zauber? Zauber? Wie dumm seid ihr denn? Wenn es doch nur so etwas Praktisches geben würde. Es ist einfach Alchemie. Mit etwas Grundwissen über giftige einheimische Pflanzen ist alles möglich. Und die Pilze sind bekannt dafür, heftige Reaktionen auszulösen. Obwohl, ich habe noch nie erlebt, dass jemand kahl wird. Nur ein schlimmer Ausschlag meistens. Der Trank hat alle Erwartungen übertroffen. Boah, der würde ich am liebsten eine schallern, aber... eine schöne Erziehungsstelle bis ans andere Ende der Welt. Mir wurde Geld versprochen. Gib es mir. Ich will mir das Drama hier auch nicht antun. Streng genommen hat das Mädchen um die Objekte gebeten, nicht ich. Sie hält uns beide zum Narren! Töte sie, Söldner! Das wirst du büßen, Hexe. Die Hexe hat dich besiegt. Also nee, das finde ich richtig hinterfotzig. Nach allen Regeln der Kunst. Du bist verrückt. Das wirst du büßen. Sie hat gespielt und verloren. Da gibt es nichts zu büßen. Glaubst du, dass sie wirklich so unschuldig ist? Sie wollte sich mit Magie einen Vorteil verschaffen. Also erspar mir die Heuchelei. Geh einfach und nimm deinen Kahlkopf mit. Bitte, Söldner. Tu doch was. Ich töte dich, Hexe. Wachen, sie ist eine Hexe. Die Hexe hat nicht Unrecht. Oh, sie selbst zu töten, fände ich jetzt ein bisschen zu extrem. Aber, also ganz ehrlich, sie ist diejenige, die auf die andere zugegangen ist. Also jetzt die Hexe, sage ich jetzt einfach mal. Die Hexe kam auf die andere Frau zu von sich aus und hat ihr angeboten und hat ihr quasi ein Angebot gemacht, das sie nicht ausschlagen konnte. Das ihr nur noch mehr Hoffnung geben würde. Und was ist? Dann, ja... war es am Ende nur eine Falle, also nee, so etwas, nee. Wache! Hier ist eine Hexe unter uns! Was soll das denn? Der Söldner sagt die Wahrheit! Seht, was sie mir angetan hat! Sie hat mich vergiftet und entstellt! Ihr müsst mir helfen! Pass bloß auf, Söldner! Ich hol mir deinen Kopf! Wow, ja, sollen die Wachen das machen? Ich mach gar nichts. Was? Ich kenne sie mein ganzes Leben. Sie ist eine Hexe. Das erklärt alles. Ja, das erklärt alles. Ja, der Typ ist aber schnell über ihren Tod hinweggekommen. So viel zu, ja. Oh Mann, ey. Ich wollte eigentlich nicht wirklich ihren Tod verursachen. Ich wollte vielmehr, dass sie gefangen genommen wird. Sie war eine Bitch, definitiv. Richtig hinterfotzige Bitch, aber dennoch. Die hätte ruhig in dem Gefängnis verrotten und ihren eigenen Saft schlucken sollen. Das hätte ich viel eher mit ihr machen wollen. Ne? Schön wegsperren, soll sie ihre eigene Suppe trinken. Naja, egal. Ich war es nicht, waren die Wachen. K-
Karma ist eine Bitch. Bitch. Also das konnte ich dann wirklich nicht durchgehen lassen. Irgendwo ist auch mal Schluss. Ne? Zuerst das Angebot zu unterbreiten und danach auch noch Angebot als Falle auszunutzen und später zu sagen, sie wollte sich einen Vorteil verschaffen. Du hast ihr den Vorteil angeboten. So ziemlich jeder hätte darauf wäre darauf eingegangen. Oh. Also, ja, okay. Lehmfreunde. Lehmmenschen. Okay. Söldner, du kommst gerade recht. Meine Freunde sind endlich da. Ich sehe hier niemanden außer uns. Was? Dummer Söldner, siehst du sie nicht? Sie sind gleich da drüben. Der auf der linken Seite ist Theo und die auf der rechten Seite ist Erla. Ja, sie sehen nett aus. Die sind ja aus Ton. Ja, wir sagen lieber nichts weiter. Sie sehen nett aus, aber ich glaube kaum, dass sie wirklich als Freunde zählen. Wie meinst du das? Das sind meine Freunde. Ich habe sie gemacht. Ich weiß, dass du sie gemacht hast, aber... Martha meinte, ich soll mir Freunde machen und das habe ich. Aber so macht man sich keine Freunde. Sag deiner Martha... Ich kann nicht. Sie ist tot, Söldner. Ouch. Martha ist tot. Sie ging zu den Piraten und hat versprochen, so viele Drachmen mitzubringen, dass wir darin schwimmen können. Aber eines Tages ist sie zurückgekommen, Söldner. Ihr weißer Lieblingschiton war ganz rot. Und sie sagte, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Aber ich hatte doch noch nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht und mir Freunde aus Ton gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Martha ist doch nicht böse auf mich, oder? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, das hast du gut gemacht. Ja, das muss jetzt aufhören. Oh, ich weiß nicht. Ich meine, ihr zu sagen, nein, das hast du gut gemacht, das ist jetzt ein bisschen zu viel Zuckerguss drüber kippen. Ich finde es besser, es ihr richtig zu erklären, wie sie es besser machen kann, anstatt sie jetzt so weitermachen zu lassen. Das fände ich trauriger. Dann ihr lieber quasi sagen, wie es wirklich ist, damit sie es auch richtig machen kann. Du musst damit aufhören. Was machst Nein. du da? Die sind für meine Freunde. Das sind nicht deine Freunde. Das sind nur Tonklumpen. Bringst ihr etwas Schonen dabei, Alexios? Du brauchst echte Freunde. Geh in die Städte, finde Gleichaltrige. Du kannst hier nicht einfach so alleine leben. Aber die Leute in der Stadt haben mich weggeschickt. Sie sagen, ich bin verflucht. Dann geh woanders hin, zu anderen Leuten. Es gibt genug gute Menschen. Du verstehst es einfach nicht. Du bist nicht ich. Du verstehst das nicht. Geh weg! Verdammt, wir haben es versucht. What the fuck? Hat sie sich jetzt in den Wildschwein... Nee. Das war jetzt so out of nowhere. Am Ende so auf einmal griechische Mythologie. Kleines Mädchen verwandelt sich aus Zorn in ein Wildschwein oder so. What the fuck? Jetzt komm her, du Vieh. Wow, na toll. Ja, genau. Fall runter, damit ich dich nicht mehr looten kann. Ich sollte später mal nach hier sehen. Komm her. Oh. Oh! Wir alle zusammen damit spielen. Klar. Yay! Sie hat richtige Freunde. Oh. Halleluja. Hat doch noch funktioniert. Oh. Okay, das hatten wir ja schon gehört, den Dialog. Okay. Sie mag uns zwar nicht wirklich, aber dafür geht es ihr jetzt definitiv besser. Wären die Kinder jetzt auch gekommen, wenn ich ihr gesagt hätte, na, du kannst ruhig so weitermachen. Hm.
Nun ja, damit hätten wir hier die Aufträge erfüllt. Was haben wir jetzt alles Neues im Inventar? Ein Stab. Für Level 19. Kriegerschaden, Sekunden Branddauer. Also plus 2 Sekunden Branddauer. Attentatsschaden plus 10% Gift und Brandeffektivität. Das wäre auch nicht schlecht. Komm, nehmen wir. Nö. Das belassen wir erstmal dabei. Okay, dann würde ich sagen, wir kehren zu unserem Schiff zurück. Welche Mission mache ich dann als nächstes? Das Scherbengericht, stimmt. Da war ja noch was. Sprich mit Perikles Kontaktmann. Dann wäre es ja, glaube ich, sogar besser, wenn ich direkt eine Schnellreise nach Athen zurückmache, oder? Moment. Ach so, da oben. Ja. Wollte schon sagen, wo soll ich denn jetzt hin? So, am besten von hier aus. Statue von Athena. So. Dann haben wir hier auf der Insel tatsächlich vorerst alles abgeschlossen. Passt. So. Dann schauen wir mal, ob ich in diesem Part noch die nächste Mission abgeschlossen kriege. Und danach würde ich spätestens den Part beenden. Arbeite hart, spiel noch härter. Bei schwereren Herausforderungen kannst du mächtigere Varianten von vorhandenen Vorteilen erhalten. Der Shop bietet eine tolle Auswahl an Zeitersparnissen, Drachmen, Ressourcen, Karten und andere Booster, durch die du mehr EP oder Drachmen im Spiel verdienst. Ja, und dafür muss ich wahrscheinlich echt Geld bezahlen. Nein, danke. Antike Piraten. Piraten bevorzugen kleine, leichte und schnelle Boote für Kaperfahrten im Mittelmeer. In Kriegszeiten wurden sie von Armeen angeheuert, um den Feind zu stören. Fähigkeit gut gerüstet. Diese Fähigkeit erhöht deinen Rüstungswert und stärkt dadurch deine Verteidigung. Pferdeattentat. Halte beim Reiten L1 gedrückt, um dich auf dein Pferd zu hocken. So kannst du Gegner in der Nähe mit einem Sprungattentat Dreieck erwischen. Okay. L1, um mich aufs Pferd zu hocken und dann Dreieck, um vom Pferd aus ein Attentat auszuüben. Ich werde das wahrscheinlich so selten einsetzen, dass ich... das bald nicht mehr im Kopf haben werde. Und mit bald meine ich schon im nächsten Part. So. Das Scherben... Oh, das war vielleicht zu viel. Oh, Stein gehabt. Das Scherbengericht ist vielleicht... das müsste dann eigentlich die letzte Mission sein, die wir für Perikles erledigen sollen. Oh, ups. So, und danach müssten wir ja hoffentlich... Also danach können wir ja dorthin gehen, wo wir uns mehr Informationen... über Alexios Mutter erhoffen. Und ich will hoffen, dass wir dort auf einen Hinweis stoßen werden. Und mal gucken, ob wir auch verhindern können, dass der Kult Perikles ermordet. Ich denke mal, das Mordattentat an ihm steht noch an. So. Wunderschönen guten Tag. Buleuterion von Athen. Sie sind der Kontaktmann. Komm schon, Ladezeit. Bitte nicht zu sehr auf die Folter spannen. Hallo. Dass man hier keinen Ladebalken zu sehen kriegt, ist auch ein bisschen ärgerlich. Dadurch sieht man kaum, mit Laden fertig ist. Es lädt ja immer noch. Oh. Dich hat sicher Perikles geschickt. Richtig. Er sprach von einem Scherbengericht, doch er sagte mir nicht, was er von mir erwartet. Natürlich nicht. Dafür bin ich da. Okay. Wenn jemand verbannt wird, kann er je zurück? Er würde definitiv bestraft werden. Was muss man tun, um vor dem Scherbengericht zu landen? Es reicht, wenn man als Gefahr für die Stadt oder das Volk gesehen wird. Dann kommt eine Abstimmung. Mancher wurde nur verbannt, weil er unbeliebter war als die Person, gegen die er antrat.
Was soll ich dabei tun? Die Abstimmung ist vorüber. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Auszählung. Nimm die Ostraka in diesem Beutel und vertausche sie mit den nicht ausgezählten Stimmen. Ich soll das Urteil manipulieren? Pericles will es. Und er hat sicher seine Gründe. Bring mir den Beutel aus dem Raum. Ich mache den Rest. Ich verschaffe mir ungesehen Zugang. Bleib hier. Ungesehen. Mal gucken, wie gut ich das hinkriege. Okay, begib dich zum Logismus-Gebäude auf der Agora. Warum hätte er mich nicht in der Nähe von dort treffen können? Das wirkt jetzt eher so wie, gehe zum einen... Güter aus der gesamten griechischen Welt. Kaum zu glauben, dass die Stadt von einem spartanischen Heer belagert wird. Ich bin jetzt quasi zur einen Seite der Stadt gelaufen, damit ich zur anderen Seite der Stadt die Quest fortführen kann. Ich glaube, das habe ich schon komplett verkackt. Tja, so viel dazu. Nein! Nein, kommst du nicht! Doch den Vorsprung hast du nicht! Nur herum! So, oh ja, 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 es war so klar. Ah. Geh doch runter! Alexios! Danke! Himmel! Der wollte es jetzt spannend machen, was? Genau, such schön dort. Oh, ich kann mich sogar da drunter verstecken. Wie geil ist das denn? Das ist ja der Hammer. Oi. Wie? Das ist unmöglich. Ich bin perfekt getarnt. Ach, come on! Nö! Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Nein! So, oh, eine Goldaxt. Ganz was Feines. Oh je. Er kommt hier hoch. Er kommt hier rein. Das darf nicht sein. Oh, der kommt mir die ganze Zeit hinterher, die Drecksau. So. Schön ruhig bleiben. Okay. So. Das sollte reichen. Ich gebe Pericles Kontaktmann Bescheid. Einfach nur geplündert die eine Truhe, weil es die Gelegenheit gerade erlaubt hat. So, der Rest ist mir wurscht. Kehre zu Pericles Kontaktmann zurück. Puh. Oh, das hier gehört noch zu dem Gebäude mit dazu, das sie bewachen. Whoops. Schwein gehabt. Dass da gerade zufällig keiner stationiert war. Sonst wären die jetzt noch schön an meinem Arsch dran. Wunderbar. Damit ist schon die dritte Mission in diesem Part erfüllt worden. Gehen recht fix. Finde ich gut. Sind leicht verdiente Erfahrungspunkte. Und die Geschichten waren alle auch recht kurz, aber interessant. Dass ich durch die Änderung der Tasten ja mit Viereck runterklettere und nicht mit Kreis. So. Ist alles erledigt. Werden wir jetzt noch das Gericht oder das Vollziehen des Urteils miterleben dürfen? Ich hoffe es mal stark. Jetzt will ich auch was geboten kriegen erledigt. Für die Aktion. Das ging schnell. Natürlich. Was wirst du mit ihnen machen? Im Brunnen versenken. Ah, der Offizielle ist eingetroffen.
So. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Es gab Hinweise auf einen Betrugsversuch bei der Abstimmung. Oh, oh. Keine Sorge. Die Ostraka sind vollzählig. Sie wurden ausgezählt und Anaxagoras muss in die Verbannung. Hm. Geh nicht leichtfertig Freundschaften ein. Doch tust du es. Sei loyal und beständig. Es wird alles viel schwerer für mich, nun, da Anaxagoras Athen verlassen muss. Wir standen uns nah, wenn auch nicht so nah wie er und Perikles. Komisch, dass Perikles nicht hier war, um ihn zu verteidigen. Hallo, Sokrates höchstpersönlich. Würde Perikles jemanden verteidigen? Einen Freund? Sicher. Doch Anaxagoras schien zufrieden mit dem Urteil. Dieser Tag wirft mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Ich wollte gerade sagen, der hat so richtig sich gefreut, dass er verbannt wird. Das war ihm nicht abzusehen. Interessant. Du sagtest, dir steht euch nahe. Er war wie ein Mentor für mich. Viele meiner besten Ideen sind das Ergebnis unserer intensiven Unterhaltungen. Okay. Wer bist du? Hör dich um. Man wird dir sagen, ich bin Sokrates. Aber Namen sind Schall und Rauch. Unsere Taten bestimmen, wer wir sind. Und jede Tat hat ihren Reiz und ihren Preis. In diesem Sinne, sag mir, mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Alexios, ich bin ein Söldner. Auch dem Sokrates können wir doch hoffentlich vertrauen. Mein Name ist Alexios. Und doch kenne ich dich nicht wirklich. Vielleicht kann ich auf anderem Wege erfahren, wer du bist. Du willst mich kennenlernen. Wissen ist das einzig Gute in der Welt. Stimmst du mir zu? Drachmen sind das Wichtigste Wissen. Ja, Wissen? Ey, das eine schließt das andere nicht aus, Alexios, ne? Durch Wissen kann man auch an viele Drachmen gelangen. Aber durch viele Drachmen wird man nicht unbedingt an Wissen gelangen. Natürlich. Die Suche nach Wissen treibt mich an. Dann sind wir beide vom selben Schlag. Das Wissen, wann man angreift, welche Waffe man einsetzt und wann man lieber den Verstand gebraucht als Gewalt. Anscheinend setzen wir unseren Wissensdurst recht unterschiedlich in die Tat um. Ich nutze ihn nach Bedarf. Du gehörst zu jenen, die tun, was immer sie für notwendig halten. Vielleicht für Drachmen oder für ein ganz persönliches Ziel. Das trifft auf viele Menschen zu. Ich bin nur neugierig, wieso du es getan hast. Wie könnte ich es nicht sein, wenn du der Grund bist, weswegen mein Freund seine Heimat verlassen muss? Ich musste es tun, ich habe nichts getan. Ich fürchte, ihn anzulügen wird nichts bringen, wenn er tatsächlich davon weiß. Ich tat, was man mir gesagt hat. Und deine Belange sind wichtiger als die des Verbannten? Doch du hast natürlich nicht Unrecht. Wer trägt mehr Verantwortung? Anaxagoras, der sich darin verstricken ließ? Oder du, der sein Schicksal besiegelte? Tja, Anaxagoras ist verantwortlich, ich bin verantwortlich. Na, wir sollten uns auch unsere eigenen Schuld stellen. Gut, ich bin verantwortlich. Ich kann mich nur um eine Person kümmern. Mich selbst. Ich hoffe, du denkst trotzdem über diesen Tag nach. Über Anaxagoras und deine Wahl. Sokrates, da bist du ja. Hier bin ich. Du kommst spät. Alle warten schon auf dich. Ich wollte Anaxagoras Urteil hören. Und das habe ich. Sag ihnen, ich bin auf dem Weg. Nun, unsere Unterhaltung scheint hier zu enden. Doch ich hoffe, dass es nicht unsere letzte war. Das hoffe ich auch. Wir werden sehen. Okay, Wanderschuhe 282 Drachmen. Und herausfinden, was die Athener über meine Mutter wissen. Nice, wir sind auf Level 20 aufgestiegen. Haben eine neue Gravur freigeschaltet. Schaden und Gesundheit wurden verbessert. Neue Gravur freigeschaltet. Plus 2% Chance auf einen kritischen Treffer. Und Perikles Symposion haben wir jetzt freigeschaltet als Mission. Passt. Perfekt. Leute, dann würde ich an dieser Stelle den Part gerne beenden. Ich werde nur noch einmal ganz kurz die Zeit nutzen und die ganzen Ausrufezeichen verschwinden lassen. Mal sehen, was wir da noch alles gekriegt haben. Level 20 Speer. Das gefällt mir. Neue Schuhe. Na.
Und genau, wir haben ja wieder einen Skillpunkt gekriegt. Extrem starke Angriffe, die von der Art der verwendeten Waffe abhängen. Sie benötigen drei volle Adrenalinsegmente, Höchstleistungsangriffe. Feuerbeherrschung, du gehst mit Feuer um wie ein Pyromane. Die Effektivität von Feuer erhöht sich um 25%. Töte lautlos, verringere die Geräusche deiner Bewegungen und Attentate. Zeit verlangsamen, weise dir diese Fähigkeit zu, um sie zu nutzen. Bewege dich schneller als Hermes. Für dich wird die Zeit für 5 Sekunden verlangsamt. Okay. Auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir werden uns auf jeden Fall klammheimlich holen. Denn, ja, wenn wir schwerer zu hören sind, das kann uns nur von Vorteil sein. Nehme ich das erstmal. Okay. Die Geräusche deiner Bewegungen und Attentate verringern sich noch weiter. Die Entdeckungsreichweite deiner Gegner verkleinert sich, wenn du gehockt bist. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das noch gesteigert werden kann. Nun gut. Was haben wir denn noch? Ah ja, stimmt. Den Heldenschlag könnte ich auch mal verstärken, dass ich damit mehr Damage mache. Whoops. Das hätte ich vielleicht eher machen sollen. Verdammt. Ärgerlich. Aber dann sollte ich mir das fürs nächste Mal merken. Okay, Leute, dann würde ich an dieser Stelle für heute sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.